Okay. Warte, ich muss mal kurz gucken. Der sollte doch jetzt eigentlich hier... Feuerbälle suchen nun nahegelegene Ziele. Warum macht denn der das nicht? Oder... Ah, doch. Quasi schon. Ja, ja. Okay, okay. Er macht's doch. Okay. Nur ihm gerade so ausgesehen, als würde es nicht machen. Mit dir. Was haben wir hier? Was haben wir da bekommen? Reflektiert 300% des erlittenen Schadens. As quickly as I came here, it is now time to go. Last refuge is as safe as it can be. We've created a sanctuary here. It is time I hang up the title of Elder Balthus. Ah, Balthus. With that, I begin again. Here I leave my knowledge. The records of Itera's past and the millennia of wrongdoings that created this world. I am disturbed by this era. But it is not a mistake. It is the consequences of our actions. History is not observed. It is made. We must act. Wo er recht hat, hat er recht, ja. Doch, ja. Ich glaube. History is made, not observed. Ah, der lebt ja wieder. Okay, das ist ja. Das ist ja wirklich vorzüglich. Hallo? Wir müssen einmal hier runter, weil da war nämlich noch was zum Reden. Kommen wir da gar nicht mehr hin, oder was? Da war ich gar nicht. Dann gehen wir mal einmal zurück. Backtracking! Backtracking! Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Einmal zu... Ah ja, da sind nämlich auch noch ganz viele kleine Viecher. Luna-Funken, okay. Ah. Was war das? War gar nicht so schlecht, dass wir jetzt hier vorbei sind. Das war nicht gut. It turns out, I am not entirely alone. There are people who seek refuge, a means for survival. Even these were once the Ulatri Mountains. Is this what becomes of my people? I offered them shelter. The tunnels and keeper ruins are still navigational. And with their help, we can build something new. Here, I will guard what little of the epoch I have left. And find a way to protect us. This is not the end. Ist nett von ihm. Ist definitiv nett von ihm, dass er das macht. Man weiß nicht, ob er vielleicht der Reason ist oder ob wir der Reason sind, warum das jetzt hier so ist, ne? Weil könnte halt sein, ne? So Butterfly-Effekt und so. Aber naja. Werden wir ja dann hoffentlich irgendwann herausfinden. If you read this, I am gone. Keep Lost Refuge safe. Fight off the void. Do not succumb to despair. I trust you all. You are my people. Which is why I must go. May Terra protect you all. Hat er einen Weg zurückgefunden? Das hört sich irgendwie so an, als hätte er entweder einen Weg zurückgefunden oder das sind seine letzten Worte. Weil er danach einfach wirklich gar nichts. Also,
spawnen wollen. Im Sinne von I never will come back. Not I'll be back, sondern I will be gone. Forever. Whenever. Jo, dankeschön. Schlaft so gut. Gutes Nächtle. Okay. Ich glaube, da hinten war ich auch nicht wirklich, ne? Naja, egal. Let's go. Ciao. Okay. Who are you? Hello? Lehrling Farron. So nach einer Panier. Er ist bereits mit dem Splitter aufgebrochen, um sich eigenständig der Lehre zu stellen. Er wird scheitern. Für uns ist es zu spät. Und bald wird es auch zu spät für ihn sein. Zu spät für alle. Orhybus ist bereits hier. Was tust du da? Ach, fucking hell. Ach, nur so einer. Klar. Nee. So machen wir das aber nicht. Muss ja jetzt irgendwie ein bisschen auf was anderes. Muss ja ein bisschen was anderes legen und so ein Shit. Nice. Nee. Weg mit denen. Bisschen konzentrieren. Noch eine davon. Uff. Ich dachte schon gerade, der hätte jetzt gerade nicht Q gemacht. Ach, herrlich. I am not a man of many pockets. I'm not a man of many pockets. Ja, ich weiß. Deswegen. Okay, herrlich. Das da weg, 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 das da weg. Das da weg. Das da weg. Ich glaube, die Schuhe, da kriegen wir jetzt erstmal wahrscheinlich keine besseren. Da habe ich sowieso sowas. Das da kann weg. Oh, was da erhöht Zauberschatten. Aber das andere erhöht Schaden im Laufe der Zeit. Mann, das war weg. Materialien übertragen, ganz klar. Oh, wir können hier noch einen Götzen reinmachen. Weg damit. Nekrotischer Schaden, weg damit. Nahkampfschaden, weg damit. Weg damit, weg damit. Mana-Resistenz, Gift gesehen, Gesundheit. Ja, der hat aber 6% Feuerschaden. Das ist halt das Ding. Ich nehme das Damon jetzt noch hier alles. Und dann gucken wir die mal noch durch. Nee. Sowieso nicht. Du auch nicht. Und sie genauso wenig. Und sie auch nicht. Gut, okay, dann sortieren wir einmal. Dann nehmen wir das da wieder mit. Und das da wieder mit. Und dann muss ich zurückreisen. Weswegen ich mir jetzt noch einmal die Dings dann voll mache. I am not a man of many pockets. Okay. Dann reisen wir einmal zurück. Wahrscheinlich. Ja. Back to the Ratskammern. Und dann einmal verscherbeln gehen. Let's verscherbel unser ganzes Inventar. Wo ist... Ja, einkaufen? Nee, nicht einkaufen, sondern verkaufen, meine Gute.
bis auf die Götzen, weil ich nicht weiß, ob wir nicht noch coole Götzen oder so bekommen. Ich glaube hier, die hat echt nur, die hat leider echt nur Crap. So, was bist du denn? Ein dunkler Tag. Unzählige müssen ihr Leben lassen. Soll ich etwas geben, was ich tun kann? Wenn sie nicht gegen diese Dinge ankommen konnten, dann haben sie es vielleicht verdient zu sterben. Okay, irgendwas muss da geben, was ich tun kann. Die letzte Berichte zufolge wurde eine Rüstkammer durchdrungen. Wenn wir hier die Stellung halten sollen, müssen wir uns von dort Waffen und Rüstungen besorgen, bevor es zu spät ist. In meinem Zustand kann ich nichts ausrichten. Aber du siehst aus, als könntest du kämpfen. Ja, sehe ich. Ja, Mauern sagt ihnen, dass wir uns zurückziehen, dabei so viele Vorräte wie möglich beschaffen müssen. Okay. Stay safe. Gonna do it. I am gonna do it. What? So, Kassenbuch, hier. Du lebst. Und du immer hast sogar mein Kassenbuch dabei. Ich wusste, dass ich mich auf verlassen kann. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel. Hast du mir nicht eine Belohnung versprochen? Wie? Eine Belohnung? Ach ja, stimmt. Hier, das alte Ding wird bald ohnehin nicht mehr viel wert sein. Goodbye. Auf bald. Dieses alte Ding. Jawohl. Natürlich. Ein Unique-Gegenstand. Natürlich ist der. Das ist mega alt. Erhöhte Entzugsrate. Elementarer Widerstand. Du bist basically schlechter als meins. Ah ne, 3% von Elementarschaden mit LP-Entzug. 38 elementarer Widerstand. Also theoretisch eigentlich nicht. Wie heißt das Ding? Habgier. Ja, gut, ne? I take it. Why not? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder wie war das? So. Jetzt yes. Go. Einkaufen. Das wird dann verscherbelt. Follow your feet. Follow your feet. Ja. So, was ist mit dir? Ja? Students were corrupted. I see. Ah. Wie gesagt, Panion auf den Splitter aus ist. Wo ist der? Elder Panion was here but a moment ago. He took the shard. I told him to wait, but he would not listen. Okay. I fear the void is manipulating him, turning his courage into arrogance. He's left to face the void alone. Must intercept okay. Elder Panion before the void claims him and seizes the shard. Knowing him, he is headed where the void broke into the city. Please. Okay. Stop him. Ja. Okay, machen wir. Noch einen passiven Point bekommen. Ich kann keine mehr Punkte da drauf geben, ne? Ja, aber die Sachen hier. Kritischer Trefferrate ist halt nicht so cool. Stationsaufbewahrung. Schutz ist ein Schild, der deine. Wir gehen mal auf Intelliklug. Ich baller da mal die Dinger rein, bis wir hier angekommen sind. Okay. Ich gehe schwer davon aus, ich muss da hinten rein. Der Splitter hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Tür zu ist. Oder auch nicht. Okay, die Tür ist mit einer Rune versiegelt. Dann ist es doch so, dass wir hier weiter müssen, ne? Dann geht's auch hier weiter. Let's go. Eingabe von der Hang. Der Hang. Was mache der Hang? So, wir müssen die Rüstkammer finden. Hallo? Okay. Erreiche den Hang und finde die Rüstkammer. Wir erreichen den Hang in wenigen Minuten. Hoffentlich. Wir beten dafür. Komm schon. Please.
Ach, je. Wie es wieder dauert. Ja. Ja, ja, ja. Schade. Wird es auch heute noch was? Aha. Man muss sich nur ein wenig beschweren, wie immer. Beschwert man sich, so wird es leichter. Und schneller. Okay. Okay. Wir finden die Rüstkammer. Hier sind auf jeden Fall nochmal Viecher. Oh, statistisch freigeschalten. Ne, statisch. Statistisch. Ist das da? Okay. Hallo. So, hier. Lässt Götzen fallen. Hallo? Hallo, Götzen fallen lasser. Was hast du denn für Götzchen? Oh, der da ist schon mal. Der da ist schon mal geil. Den wollen wir. Der da ist auch geil. Den wollen wir. Zündung bei Treffer, Blitzschaden bei Diener, Schaufel 16 Gesundheit. Ne, der gibt 9. Wieder. Ah, okay. Okay, also Götzen, glaube ich, kann man auch schon einige bekommen, so. Ne? Vielleicht leveln wir noch gerade hoch. Wir machen wieder hier den. Und jetzt haben wir hier statisch bekommen. Ah, hier ist nochmal ein Level Up. Machen wir das doch mal. Hey. Zusätzliche Aufladung und kürzere Abklingzeit. Vielleicht brauchen wir das aber gar nicht. Oder was ist denn jetzt die... Das jetzt 3 und das ist jetzt auch 3. Also immer die Hälfte ist, glaube ich, die minimale Fähigkeitsstufe dann. Ich muss halt auf 20 kommen, damit ich da vielleicht Desintegrieren reinmachen kann. Weil ich mag jetzt natürlich auch... Wie groß bist du denn geworden? Hallo? Holy, das ist aber... Das ist ein schöner Bereich geworden. Das ist ein sehr schöner Bereich geworden, ne? So, da will ich auf jeden Fall, dass die Ablenkzeit wieder runter geht, ne? Ich krieg auch ziemlich viel Damage, muss ich sagen. Doch schon ein bisschen Damage jetzt am Start. So. Nice. Okay. Ich glaube, wir machen schon, also wir sind schon gut dabei. Sind schon gut dabei. Gefällt. Was habe ich denn? Debuff oder so?
Ach, okay. Ah, mein Mana geht dann so langsam mal zur Neige. Das macht natürlich Sinn. Mein Mana macht so langsam die Liege, wie ich sehe. Aha. Okay, weg mit dir. Na, komm on. Ja, gar kein Problem hier. Ja, kein Problem hier. Was? Oh, was haben wir jetzt hier? Uralte Höhle. Aber wir hier nicht mehr durchkommen. Altertum. Die uralte Höhle. Ha? Ha? Jetzt sind wir ganz hinten. Okay. Okay, Magma Dorn, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich gehe schwer davon aus, die sollte man normalerweise nicht mit Feuer bekämpfen. Wir machen es mal trotzdem. Dass die schon Items droppen hier. So weit fortgeschritten waren die Dinos schon. Haben halt einfach Items gedroppt. Ist aber nicht gerade wenig Damage, was wir machen? Holy. I like it. Schieße mein Desintegrieren vielleicht in den Boden. Die Gegner trotzdem getötet. Ach je. Wir tragen mal wieder Materialien. Ein bisschen was können wir aufsammeln, aber ich glaube, ich muss so langsam dann auch mal wieder zurück. Was ist denn, wenn ich das hier mache? Ich reise mal. Der Hang. Das ist jetzt richtig? Nee, halt, stopp. Ich glaube, das war nicht so hundertprozentig richtig, oder? Na gut, aber ich kann da nochmal hinreisen. Wir reisen mal in die Kammern. Um das Gear abzugeben. Einmal Gierchen abgeben. Einmal Moneten machen. Moneten. Inize, was mit dir hier? Warum? Was weißt du über Zeitrisse? Du, nachdem was du den Ältesten erzählt hast, soll ich dich das fragen? Aber gut, teile mein Wissen mit dir. Chronomantin. Gibt es immer wieder Einzelberichte von mehreren Portalen oder Reisen, die behaupten, aus einer anderen Zeit zu kommen. Meistens spielen die Spieler der Epoche dabei. Okay. Das wird jetzt so hochgradig bizarr. Gibt es Erzählungen über Zeitrisse am Hang? Wie bitte? Selbstverständlich nicht. Sag bloß nicht, dass du dort einen gefunden hast. Bei den Göttern. Erst finden die Lehre die letzte Zuflucht und dann bilden sich hier auch noch mehrere Zeitrisse. So wie wirklich das Ende der Welt. Noch könnten diese Risse unsere Rettung sein. Such nach weiteren davon. Wenn wir Erfahrung bringen können, die sich vielleicht noch für unsere Zwecke. Ich halte die Augen auf. Danke. Okay. Do not dwell on the regrets. Cool. Yes. Jo, erstmal verkaufen. Das da weg, das da weg, das da weg. Das da weg. Das da weg.
Das da weg, das da weg, das da weg, das da und das da weg. Das da weg. Ausweichwertung weg. Das da könnte vielleicht sogar besser sein. Ich glaube, es ist auch besser. Also es gibt Effekt von Raserei auf dich. Was für eine Raserei? Das ist halt die Frage. Ich habe eine Vitalität mehr, ist 11% erhöhte Rüstung, 3% Lebensreck. Ja, komm, wir machen das da mal. Das ist jetzt auch nicht so teuer, also gehe ich wieder davon aus, es wird auch nicht so krass sein. So, Ausweichwirkung, kritische Trefferrate ist dann weg, aber dafür kriegen wir ein bisschen... Ja, komm. Let's take it. Das brauche ich ganz sicher nicht. Das ist jetzt auch nicht so. Zwei Einstellungen wollen wir auch nicht. Erhöhte Lebensregeneration. Ich will halt irgendwas, was vielleicht Feuerschaden wieder bringt. Es gibt halt 4 Trankslots, der da. Hey, komm. 4 Trankslots. Oh. Nö. Und wieder weg. Follow your feet. Und wir gehen wieder zurück in die Vergangenheit. Nicht zurück in die Zukunft, sondern zurück in die Vergangenheit. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Die da ist, irgendwen aufzuhalten. Den Pirin, oder wie der heißt. Wir gehen wieder zurück zum Hang. Hallo? Hallo? Okay, damit sind wir dann auf der anderen Seite. Interessant. Warte. Hier gibt es irgendwie mehrere Wege. Alle Wege führen nach Rom und so. Ist es das? Mal immer disintegrieren reingeworfen. Okay. Ich hoffe, ich laufe hier jetzt relativ richtig. Wäre natürlich doof, wenn nicht. Okay. Nee, du lebst zwar wieder, aber ich will dich nicht lebend haben. Nice. So, einmal hier die Sachen mitnehmen. Was haben wir hier für ein Dings? Erfahrungsschrein. Ich glaube, ich brauche ein paar Gegner, ne? Ah, da ist die Rüstungskammer. Die hätten wir schon mal gefunden. Was gibt denn das? Die fangen. Ah, die fangen bei getöteten Dings. Okay. Wir nehmen das damit. So viel Erfahrung, das brauchen wir jetzt. Brauchen wir jetzt auch nicht. Wir spielen das ja hier jetzt mal so ganz flockig mit Story durch, ne? Also, das heißt, wir brauchen hier auch nicht so hundertprozentig auf die Erfahrung zu achten, denn der Weg ist das Ziel. Ne? Ich mag das immer sehr gerne, wenn der Weg das Ziel ist und nicht man die ganze Zeit dem Endgame hinterher hasselt. Ich mag es zu genießen. Ne? Das macht man heutzutage, glaube ich, viel zu selten. Auch in MMOs. Deswegen werden wir... Oh, wir werden es so hart genießen, wenn wir Ashes spielen. Das kann ich gar nicht sagen. So, jetzt werden wir... Das werden wir auf dem anderen Niveau genießen. Ne? Das ist ein ganz anderes Niveau. Einmal weg mit den Dingern hier. Sehr schön. Okay. Wer bist du denn? Hallo. Hallo. Ja.
Sehr schön. So. Ich sehe schon, da leuchtet wieder was Geiles. Der Zauberstab. Nice. Geil. Zauberstäbchen, was machst du denn? Die Zauber- und Bogenangriffe deiner Diener, deiner Diener, deiner Diener, deiner... Spiel ich hier einen Mage oder spiele ich hier einen Nekromanten? Hallo? Game? Huhu, guck! Das ist clearly ein Mage, der macht das hier. Mann, warum krieg ich hier für einen Nekromanten? Erstellungsmittelbildschirm? Ist mit der Erstellung? Ja. Okay. Das ist das erste Mal, dass man dann auf eine Schmiede trifft oder was? 100% kritische Steuerchance? Warte mal. Erstmal den. Ja, sehr dank. Also, es ist spät, doch der Quartiermeister Manus befindet sich noch in der Rüstkammer. Finde ihn bitte, damit er helfen kann, die Vorräte zurückzubringen. Okay. Was können wir denn craften? Können wir. Kann ich hier. Die können nicht geschmiedet werden, ne? Ja. Da war was. Ich habe eigentlich so dann gar nichts, ne? Ich hätte ja gern noch mal. Ich hätte gerne nochmal irgendwie sowas, hier, Dot Damage. Lassen wir Materialien weg. Ich hätte gerne nochmal ein bisschen Dot Damage, das muss ich ehrlich sagen. Wir gehen den Boy mal suchen, den Marius, oder wie der heißt. Let's go. Let's find Marius, whoever this is. Mal hier durchfegen. Perfekt. Sehr schön. Jawohl. Zack, zack, zack. Ich kann auch noch mal leveln, ne? Ich sollte vielleicht auch noch mal leveln. Wir machen hier mal das da rein. Ja, nice. Sehr schön. Sehr schön. Die da skillen wir auf jeden Fall. Die beiden skillen wir dann komplett hoch. Denn mehr Damage ist mehr Damage. Weg mit euch. Sehr schön. Guck dir das mal an hier. Runde der Verfeinerung. Und wir nehmen das da mit. Das ist ein sehr weites Gebiet, glaube ich. Nice. Damit ist er auch besiegt. Hallo? Und weg mit dir. I am not a man of many pockets. I'm not a man of many pockets. Aber das Spiel hat da dran schon gedacht. Und sich auch gedacht. Dem müssen wir doch ein wenig unter die Arme greifen. Da er kein Man of Many Pockets ist, müssen erstmal sein Inventar sortieren. Damit man das noch mitholen kann. Ich glaube, da kann ich gar nicht. Naja, das kann ich nicht. Natürlich nicht. Aber vielleicht, wenn wir alle Materialien übertragen, dann nochmal sortieren. Maybe. Haben wir dann die Chance, nochmal einen Gegenstand aufzuholen? Ja, natürlich. Okay. Dann gehe ich hier doch noch einmal zurück. Ich kann hier hinpoppen, ne? Sieht auf jeden Fall so aus, als könnte ich das. Dann gehen wir noch einmal in die Ratskammern zurück. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen dahin, die Rüstkammer. Und dann gibt es hier noch den oberen Bezirk.
Waren wir in dem oberen Bezirk? Ich weiß jetzt nicht. Wir sind auf jeden Fall den einen Weg gegangen. Ich leg mal kurz den Zauberstab, den wir schon mal bekommen haben, nochmal da so. Das ist der falsche. Wait. Das ist der richtige. Gib mir den mal wieder. Mal wieder da rein. Wir nennen den Stash-Tab vielleicht mal um und nennen den Uniques. Uniques. Ich glaube, so funktioniert das. Der kriegt so eine Farbe. Und der kriegt Waffen. Passt? Oder kriegt er so einen? Er kriegt, glaube ich, so einen, ne? Ja, das... Boah, sehr schön. Guck dir das mal an hier. Cool. So. Alles andere müssen wir jetzt mal gucken. Ja, da gibt es ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall verkaufen kann. Yes. Verkaufen. Du kannst nämlich weg. Du kannst nämlich weg. Und du kannst nämlich auch weg, weil dich kann ich gerne tragen. Dann sortieren wir wieder. Dann machen wir die ganzen Nahkampfwaffen hier weg. Die brauchen nämlich keine Sau. Weil die kriegen nämlich definitiv nicht die Sachen, die wir brauchen. Oh, erhöhter Feuerschaden. 33 Schaden im Laufe der Zeit. Nein. Die da auch weg. Was kannst du hier? Du kannst nix. Du kannst auch nix. Alter Widerstand, Intelligenz. Und, nee, weil das macht mehr Damage. Erhöhter Zauberschaden. Bewegungstempo, Diener, Giftresistent. Nee, komm. Gasgeschwindigkeit weg. Das da weg. Giftresistenz weg. Elementarschaden weg. Der hätte vielleicht was sein können. Naja, egal. Weg damit. Und du kommst genauso weg. Weg. Haben wir wieder alles verkauft. Und zurück. In die Rüstkammer. Ja, ich glaube, da müssen wir aber gar nicht mehr hin, weil... Oder warte, die uralte Jagd, dass das auch noch angepinnt. Das ist ja... sehr weit weg. Holy moly. Wie weit war das denn weg? Mal gucken, dass auch meine Festplatte nicht abraucht, weil ich ja gerade nebenbei noch aufnehme. Perfekt. Wir gehen weiter. Und direkt wieder in eine... Ups, das war die falsche Taste. Ich wollte nicht in den Reihen dodgen. Okay. Annehme mit. Ich muss Level 20 werden hier. Ich muss mein Desintegrieren leveln dürfen. Ah, weg mit dir! Sehr schön. Die Dinger hier, die sind aber auch... wirklich gut vertreten, ne? Heilige! Was ist das hier? Lässt Götzen fallen! Let's go! Wir taken the Götzen! Jawohl! Was haben wir für neue Götzen? Nein? 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 Gut, ne? Okay, aber gut, dass wir drüber geredet haben. Da war ganz viel Müll dabei. Manometer, die Dinger hier, die sind aber wirklich
ja wirklich überall, ey. Gut, aber ich bekomme sie relativ schnell tot. Das ist ganz gut. Oder ich muss die vulkanische Kugel leveln. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, das wäre sogar besser, ne? Das Integrieren ist zwar schön und gut, aber die vulkanische Kugel leveln ist wahrscheinlich sogar noch besser. Macht nämlich einen richtig schönen Damage. Intelligenzsplitter? Weg damit! Mal hier, Assassinenkeule. Nice. Noch ganz viel von denen. Noch mehr Crafting-Zeug. Wir haben extrem viel Crafting-Zeug, ey. So. Wer bist du denn? Kartesmeister Manus, schnell! Gehen wir zurück zu den Ratskammern. Auf bald. Terra, watch over you. Okay. Was macht er hier eigentlich ganz alleine, der Boy? Das macht doch irgendwie gar nicht so viel Sinn, oder? Wenn er hier ganz alleine rumstiefelt. Sehr schön. Dann haben wir hier noch so ein klein bisschen zu erkunden, glaube ich. Wenn da was ist. Nee, okay. Dann töten wir die doch hoffentlich auf einen Schlag. Ja, sehr schön. Gut. Weiter geht's. Die unteren Bezirke. Oder der untere Bezirk. So. Das sind keine Bezirke, es ist ein Bezirk. Jetzt habe ich aber alles mitgenommen, oder? Also ich habe hier... Ah. Okay, hier haben wir nochmal was zum Abgeben, glaube ich. Ah, ja, weil der Dude ja gesagt hat, geht in die Kammern rein. Okay. Hallo, hallo. Huch, wen haben wir denn da? Wer bist du denn? Susura, lass mich allein. Hau ab! Ich will, dass ich mich verwandle. Er fängt der Körper des Ältesten an, sich zu winden und unmögliche Positionen einzunehmen. Okay. Hülle! Ja. Ey, ich bin da drüber geblinkt, okay? Bin da drüber geblinkt. Ich bin da drüber geblinkt. Weg mit ihm. Okay. Es geht aber. Also ich finde es gut. Bossfight ist auf jeden Fall machbar. Definitiv. Na gut. Wir sind auch ein Mage. Wir können porten. Dann ist das Ganze immer so ein klein wenig einfacher. It pains me to see an elder twisted like this. What a waste. Wir haben was Grünes bekommen. Wir haben einen Set-Teil bekommen. Wir haben einen Set-Teil bekommen. Und wir können unseren Fireball nochmal aufwerten. Was soll denn der Fireball machen? Wenn das Ziel mit mehreren Feuerbällen getroffen wird, wird ein runder Flammenstoß ausgelöst. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Das Ding ist, es wäre aber auch extrem nice, das hier zu haben.
Durchdringung von Flammenwehr. Flammenwehr angewendet durch Feuerball hat zusätzliche Feuerdurchdringung. Ah, Chance Flammenwehr anzuwenden. Ein leitendes Feuerball mit Feuerschaden und sich nahe Gegner ausbreitet. Ich glaube, wir machen das mal, dass wir in die Richtung skillen. Auch wenn hier jetzt schon genug wären und wir hier eine Flammenexplosion machen könnten. Es sind halt 5 Feuerbälle erforderlich. Und damit kann man das halt runterschrauben. Aber dafür müssen wir halt sehr viele Punkte verbrennen. Deswegen, ich gehe mal in die Richtung und mach mal hier noch so ein bisschen mehr auf Ausbreiten. Cool. Okay. Weiter geht's. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen, ne? Und so. Was ist das hier? Entzündungschance mit Feuerfertigkeiten. 7 pro Punkt. Ja. Den da müssen wir auf jeden Fall erst fertig skillen. Definitiv, hundertprozentig. Den skillen wir als erstes fertig. Fokus, was ist das? Halte die Fähigkeiten zum Kanalisieren gedrückt. Während des Kanalisieren erhöht sich die Mana-Regel um 100%. Der Charakter erhält pro Sekunde 10 Schutz. Kanalisierst du genau eine Sekunde lang, erhältst du sofort 40 Mana und Schutz. Okay, ich bin wirklich gespannt. Wir wollten, glaube ich, auf den Runenmeister nachher, ne? Ja, Flammensturm. Runenbolzen, Glyphe der Herrschaft. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich sehe da Potenzial. Buffdauer. Erfrierungschance, Entzündungschance. Es ist Treffermultiplikator. Weiter Bereichfähigkeit mit Wirkungsbereich. Ja, mit Wirkungsbereich haben wir nicht wirklich was damit zu tun. Vielleicht auch doch nicht. Ich gehe mal hier so ein bisschen durch. Ich guck mir das mal hier so an, weil ich glaube, wir sind relativ kurz davor. Was heißt kurz davor noch? 1, 2, 3, 4 Level. Also Level 21 kriegen wir schon hier unsere Dinger. Ah komm, können wir auch das nächste Mal noch gucken, ne? Können wir auch das nächste Mal noch gucken. Wir gucken mal, dass wir weiterkommen. Mit dem Splitterin. Wann liegt der Splitter, den der älteste Pion hatte? Er scheint die Leere zurückzudrängen, obwohl er den Mann selbst nicht beschützen konnte. Splitter in deiner Hand vibriert in seiner Anwesenheit. Als ob er von jemandem vor dir angezogen würde. Nimm den Splitter. Okay. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir gehen noch. Fragezeichen, Fragezeichen. Ende der Zeit. Wir reisen zum Ende der Zeit. Hallo. Hallo. Okay, erstmal reden wir mit ein paar Leuten. Dann sind wir hier. What brings you here? Klopf, klopf. Wer ist da? Dai. Dai, Fragezeichen. Deim. Dai, Mutter. Gold won't save you. Ach, Atem ist immer noch am Leben. Oh ja, Atem wird so richtig die Kadala. Ich sehe das schon. Anja, die Schmiedin. Was hast du denn, meine gute Anja? Oh, okay. Naja, nee, ist nicht besser. Wir könnten mal ein bisschen Stuff verkaufen. Erstmal Materialien übertragen. Das sind ziemlich viele. Und dann gehen wir schon mal hin und dann verkaufen wir schon mal das, was wir gar nicht ausrüsten können. Und ich glaube, das war alles Ultra Bad. Das habe ich noch gar nicht angeguckt. Erhöht deinen Dienerschaden. Warum? Ach, Mann. Sagen wir, wenn ein Knochengolem deinen Gegner trifft. Sag mal! Take care. Sag mal,
Das Spiel will mich aber auch forcen, dass ich so ein, dass ich einen Ding spiele, ne? Wir machen mal einen neuen Tab. Für 1000 kann ich ihn kaufen. Ja, let's go. Wir benennen den um. Wir machen den grün. Und wir nennen den Sets. Und wir geben dem einen was geben wir dem für ein Dings? Geben wir dem so einen Schlüssel? Ja, ne? Sets. Ja, komm. Wir so. Hallo? Das da. Gut. Ja, also verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Für, absolut null Plan, was das da soll. Warum kriegen wir fucking Set-Teile für einen Nekromanten? Also, das ist schon ein bisschen hohn, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, ich kann alles verkaufen. Okay, perfekt. Dann verkaufen wir mal alles. Weg damit, 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 weg damit und weg damit. Sehr schön. Mit dir will ich noch nicht reden. Mit dir will ich reden. Was bist du denn? Bloß Wesen. Das ist der Monolith des Schicksals. Der Monolith des Schicksals? Wesen, die unsere Verständnisse überschreiten, nutzten einst die Monolithen des Schicksals, um die schier unzählige alternativen Zeitlinien zu beobachten, die von uns unsere abzweigen. Okay. Die Realität befindet sich gerade in einem Zustand, in dem sie nicht viel mehr als ein Friedhof toter Zeitlinien ist, die von der Leere verschlungen wurden. Allerdings ist deine Epoche möglicherweise der Schlüssel zur Wiederbelebung dieser Zeitlinien, da ihnen eine Macht wohnt, die der Erschaffer des Monoliths ähneln. Die Zeitlinien wiederbeleben? Dann kannst du dich an den Echos toter Zeitlinien entlanghangeln, wodurch ihnen erneut Gestalt und Leben einhaust. Vorsicht, die Mächte, die diese Welt zerstört haben, werden alles daran setzen, sie in die Dunkelheit zu belassen und jedes Licht, das du bringen magst, auszulöschen. Ich vor den Schatten von Orybis in Acht. Schatten von Orybis? Sind die Reflexionen von Orybis und seiner Qual. Sie schlummern in der Dunkelheit dieser toten Zeitlinie und warten auf Anzeichen von Reisenden wie dir, die sie nur ungern zerstören. Die sie nur zu gern zerstören. Okay. Wenn du eine Auseinandersetzung mit einem Schatten überleben würdest, solltest du danach trotzdem auf der Hut bleiben. Okay. Hatten sie einen Ableger von Orybis. Ihre Aufmerksamkeit erregst. Sollte das geschehen, werden deine Reisen und die Möglichkeit zu Todesfällen. Oh. Okay. Das klingt. Okay. Oh, okay. 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 Ah. So. Wir interagieren mal mit der guten. First time here, traveler. Ja. This is what is left of your timeline and many others. Welcome to the end of time. Okay. Don't act so surprised. Countless other travelers have come and gone from here. I must have looked that surprised my first time as well. Most of them don't last much longer. Jumping around timelines is a dangerous hobby. If you want a better chance, you should find your friend, Gaspar. He might be kind enough to show you how to tap into your true potential. What? Stay safe. Oh, wer ist das? Wer ist Gaspar? Who is the Gaspar? Wer? Okay. Warte, kann ich? Nee, also das ist definitiv. Okay. Was muss ich denn machen? Ein Zeitriss und schalte die Meisterschaft frei.
Geh nach oben und sprich mit den Ältesten. Geh nach oben, ja. Okay. Geh nach... Aha, hier. Ah. Okay. Dann gehen wir doch mal nach oben und sprechen mit den Ältesten. Ach! Hallo! You've woken up. That's good. I'm sure you have many questions. Oh ja. I see you've spoken with the armor-clad woman. She may be flippant, but she intends well. Your potential is infinite. Infinite in strength, yet at risk of drowning in a sea of other selves. Countless alternate versions of you have come and gone, only to drift away into nothingness. Some of them were strong, and their power can be absorbed, given a new home in you. What? Okay. I have been here for a long time. Long enough for time to lose meaning. For my original self to lose meaning. I have absorbed the faded selves of too many other Gaspars to count. In the process, I've become adept at guiding the shades that flow here. If you allow me, I will guide a measure of your other selves to you. This will tie their lost fates to one which still holds hope. I warn you. Okay. Your will must be absolute, or you will risk losing yourself to the storm of shades. Do you accept this risk? Ja, klar, then natürlich. Close your eyes and focus on the potential you wish to wield as I guide the shades to you. Okay, es ist okay. Alright. Okay. Wir müssen wählen. Wir sind kein Nahkämpfer, wir sind definitiv keine Zauberklinge. Der Zauberer klingt jetzt eigentlich auch nicht das, was wir sind, weil wir wollen halt möglichst viel Elementarschaden verursachen. Im Sinne von, wir wollen sehr viel Feuer casten. Einsetze also eine Runde des entsprechenden Elements. Für kanalisierte Fähigkeiten erhältst du stattdessen eine Runde pro Sekunde. Bei all deiner aktiven Runen, um eine einzigartige Anrufung auf Basis der Kombination und Reihenfolge der verbrauchten Runen zu wirken. Die letzte Rune in der Reihe bestimmt die Schadensart. Können wir noch weitere Informationen bekommen? Zusatzschaden wirkt sich auf Anforderungen mit unterschiedlicher Effektivität aus. Aber je mehr Runen du vor dem Wirken einer Anrufung hast, desto mächtiger werden sie und desto mehr Mana kosten sie. Okay, eine Anrufung, aha. Also was ich ja eigentlich will, und da muss ich jetzt einmal kurz Stopp machen. Was ich ja eigentlich will, ist ganz viel Entzündungsschaden und Chance. Also ich will den Pyromanten hier so in dem Dreh, ne? Feuerdurchdringung, zack, zack, ne, ist ganz easy. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen Feuer-Dings dabei. Ne, nicht. So Intelligenz. Nee, okay. Also vielleicht doch wirklich das da, ne? Erhöhte Zaubergeschwindigkeit. Zaubergeschwindigkeit ist aber eigentlich nicht so das, was ich brauche, ne? Zauberschaden? Ja. Das ist, das klingt doch gut hier. Ja. Zauberschaden? Ja. Sehr schön. Und dann kann man Intelligenz, ja, okay. Okay.
4 pro Punkt. Kritische Chance 12 pro Punkt. Wenn du den Gegner kritisch triffst, erhält du 6 Sekunden Runenwort Katastrophe, wodurch du mehr Schaden an Gegnern mit niedrigen LP verursachst. Dieser Buff ist nicht stapelbar. Runenwort Katastrophe bei Crit. Schaden bei Nähe, ne? Okay, aber eigentlich will ich ja. Dazu muss ich das da auch skillen, ne? Legen Schaden oder entzünden, exekutieren oder unterkühlten Freien minus 1% pro Punkt. Ah! Ne, das ist gut. Das ist gut. Da kann man Punkte reinstecken, definitiv. Für ein bisschen Defense. Entzündungschance ist nämlich eigentlich genau das, was ich will, aber ich will hier auch noch andere haben, ne? Also das ist natürlich nicht so cool. Traversierung. Was ist denn Traversierung? Buffdauer. Gon-Rune. Heo-Rune. Also, das klingt schon richtig cool, dass man halt mehr Elementarschaden und erhöhtes Zaubertempo mit Elementarzaubern. Aber ich wüsste halt auch gerne, was sind denn diese Runen? Wo kann ich denn nachgucken, was diese Runen bewirken? Ja, also, ich kann hier gar nicht sehen, was diese Runen da machen. Die sind unterkringelt. Es gibt eine Feuerfertigkeit. Die Ra-Rune. Was macht denn die Ra-Rune? Was macht denn die? Was tut die? Was ist der Purpose? Aber egal, wir werden es wohl nicht anders da. Wir werden es wohl nicht anders da rausbekommen, als wenn wir es wählen, ne? Dann, ist das wahrscheinlich das Letzte, was wir jetzt im Stream machen werden. Wir wählen den Runenmeister aus. Und sagen, ist endgültig, kann nicht rückgängig gemacht werden oder geändert werden. Okay. Also man kann die Punkte natürlich immer wieder zurücksetzen, aber das da ist endgültig. Ja, wir nehmen's. Let's go. Warum nicht? Ab geht. Sehr schön. Wir sind ein Runenmagier now. Wir können jetzt Runen beschwören. Okay. Ich das jetzt hier so reinsetze und dann müsste ich das natürlich auch irgendwo ausprobieren dürfen. Dann, probieren wir das beim nächsten Mal aus. Dann ist das hier wie in richtig guter Anime-Manier ein schöner Cliffhanger. Selbst für mich. I like it. Daumen hoch. Passt. Sehr schön. Nee, dann machen wir das nämlich genauso. Dann machen wir nämlich jetzt hier das Spiel verlassen. Ja, in die Charakterauswahl zurück. Und machen genau an diesem Punkt das nächste Mal weiter. Genau dort. Und nirgendwo anders. Das würde mir nämlich auch sehr gefallen. Dann käme ich nämlich auch noch ins Bettchen. Das heißt, für alle, die wieder zugeschaut haben per YouTube, vielen Dank dafür. Und für alle, die im Stream geschaut haben, auch vielen Dank dafür. Und wir sehen uns definitiv dann am Mittwoch, glaube ich, wieder. Ja, Mittwoch wird wahrscheinlich dann der nächste Streamtag sein. Morgen nicht. Jedenfalls plane ich es mal nicht ein. Könnte aber sich immer wieder ändern. Ne? Bei mir ist der Streaming-Plan so ein bisschen kreuz und quer. Also mal, ne? Aber auf jeden Fall, wo ihr sicher sein könnt, alle 2 Tage. Also das heißt, na, wo, also alle 3 Tage ist safe immer ein Stream. Also definitiv, 100%. Den klatsche ich da rein. Ihr werdet mich nicht los. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder.
gehabt euch wohl und vielleicht sogar noch besser. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Bye, bye. Tschüss. Tschüss, tschüss.